Wurde das Team Böse besiegt? Vor einigen Wochen war das Team Böse auf der YouTuber-Insel extrem oft bei vielen Videos zu sehen. Es sind immer öfter dunkle, unbekannte Gestalten aufgetaucht, die Unruhe gestiftet haben. Das passiert jetzt aber nicht mehr. Seit die Leute aus den Paulberger Hills ausgezogen sind und bei der Krümelküste bauen, ist es ziemlich friedlich geworden. Aber ist das Team Böse deshalb besiegt? Während die Angriffe vom Team Böse früher richtig oft waren, gibt es jetzt eigentlich gar keine mehr. Es gab aber nie eine Situation, in der ein YouTuber dafür gesorgt hat, dass Leute vom Team Böse besiegt werden. Vielleicht wollte das Team Böse, dass die YouTuber aus den Paulberger Hills ausziehen und hat jetzt seine Mission erledigt. Denn auch wenn eigentlich bei jedem YouTuber, der auf der Krümelküste wohnt, kein Team Böse mehr auftaucht, ist es bei Siu das absolute Gegenteil. Er ist jetzt nämlich schon seit über 3 Wochen auf der Suche nach seinem legendären Dreizack und hat in dieser Zeit unglaublich viele Gefahren bekämpft. Auf seinem Weg sind Dinosaurier, Gestalten der Finsternis und Kreaturen, die man noch nie in Minecraft gesehen hat. Es scheint so, als wäre das komplette Team Böse gerade darauf fokussiert, Siu davon abzuhalten, seinen Dreizack zu bekommen. Erst vor kurzem musste er einen riesigen Turm vom Team Böse zusammen mit Rhiney bezwingen und gegen den Wächter auf der Spitze kämpfen. Jetzt ist er in einem gruseligen Friedhof in einer Kirche gelandet und Rhiney und sein neuer Freund Urs, den er im Labyrinth unter dem Team Böse Turm getroffen hat, sind beide zu Geistern geworden. Wenn das Team Böse wirklich hinter all dem steckt, dann ist es klar, warum es seltener bei den anderen YouTubern auftaucht. Sius Dreizack muss also wirklich mächtig sein, wenn das Team Böse so viel dagegen unternimmt, damit er ihn nie bekommt. Was denkt ihr? Wird Siu das Team Böse besiegen? Oder gibt es vielleicht noch andere Dinge wie das Team Böse, die dahinter stecken? Abonniert und jetzt tschüss.